Hi, ho meine Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Attentat in Assassin's Creed Unity. Und diesmal muss Latouche dran glauben. Aber vorher muss er dran glauben hier. Und er auch noch. So, haben wir jetzt mal ein bisschen Ruhe hier? Danke. Mischen wir uns einfach mal unter das Volk. Auch ihr seid hier. Hortet Vorräte und versteckt euch die Ratten. Warum? Weil ihr gierig seid. Was können wir da drüben machen? Freiheit, die ihr bekommt, seid ihr undankbar. Das reicht. Ist nichts anderes, als sie aus den Mündern der Kinder zu stehlen. Recht muss gesprochen werden. Schnelles, hartes, unbeugsames Recht bringt die Verurteilten. So. Hat das jemand gesehen? Nein? Gut, gut. Wir können halt schlecht weggehen, weil die Schützen hier auf dem Dach schon uns sehr, sehr schnell entdecken. Vielleicht eine Berserkerklinge auf einen von denen schießen? Ich hab mich nur geduckt. Was ist daran so auffällig? Ups. Ich glaube, es wäre vielleicht gar keine schlechte Idee, wenn ich einfach eine Rauchgranate schmeiße und die dann ersteche. Das mache ich jetzt einfach mal. Nicht du. Ich will Latouche. So. Sowas war nicht ganz gedacht, aber wir haben ihn. Warum? Weil Monsieur Latouche euer letzter Bericht einige Fehler enthielt. Monsieur, ich habe es dreimal überprüft. Alles korrekt. 10.000 Livre sind aus der Schatzkammer Ihrer Majestät verschwunden. Tut mir leid, Latouche. Guten Tag. Monsieur Latouche, ich hörte, ihr wart Steuereintreiber. Ja, Herr. Gut. Ich kann jemanden wie euch gebrauchen. Das sind Parasiten, nichts weniger. Wie meint ihr das? Ich meine gierige Bastarde, die Geld veruntreuen, anstatt ihre Arbeit zu tun. Wenn du nur die Hälfte davon wüsstest, was die Ratten vom Chef aufschnappen. Erzählt mir mehr über euren Chef. Wie ihr wünscht. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Was soll ich tun, Großmeister? Ich vertraue eure Dienste den Händen unseres Agenten im Konvent an. Le Pelletier? Le Pelletier mag nützlich sein, doch wir haben noch andere Freunde in der Regierung. Monsieur Latouche, darf ich vorstellen, Monsieur Maximilien de Robespierre. Monsieur, ich höre, dass Versailles von Parasiten befallen ist. Und jetzt würde ich mal sagen, laufen. Aus dem Gebiet fliehen. Und zwar schnell. Oh fuck, oh, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Schnell, schnell, schnell. Ups, das war nicht so geplant, aber gut. Aufs offene Feld zu fliehen ist nicht gerade die beste Alternative. Wir sollten uns durch Häuser schlängeln und an Dächern tanzen. Gott. Oh Mann. Aber jetzt haben wir es geschafft. Und dafür kriegen wir die meisterliche Sansculotten am Schien. Bevor. Okay. Ich bin dran. 2 Sekunden. Wir sind nah dran, Novize. Zwischen Arno und Germain kommt es in den nächsten Monaten zu einer Konfrontation. Wir wissen bloß nicht, wo oder wie sie endete.
Wir zählen darauf, dass du es rausfindest. Ich hab's. Das Portal ist offen. Wenn alles gut läuft, ist das deine letzte Zwangsmigration. Und wenn's nicht so gut läuft, erleidest du einen mikrokampalen Schock und wirst den Rest deines Lebens durch eine Sonde ernährt. Lass uns das nicht vertiefen, okay? Wieder mal ein Portal, wahrscheinlich auf eine Zeitreise. Mal gucken, wo es uns jetzt hinführt. Vielleicht mal zur Berliner Mauer oder in die Wüste, Antarktis, Nordpol, Südpol. Vielleicht mal auch mal Urlaub machen auf Hawaii oder sowas. Wäre auch nicht schlecht. Als Assassine auf Hawaii. Aber naja, mal gucken, wo uns die Typen wieder hinschicken. Beziehungsweise die Dame und der Typ. Bin gespannt, was sie von uns wollen. Gott, hier ist ja alles wie ausgestorben. Kein Mensch hier, hallo? Hallo? So, wir gehen jetzt erstmal das Haus da hoch und dann springen wir ins Portal. So, können wir hier rein. Und hui! Am Boden, aber nicht am Ende. Gut, das haben wir natürlich so gesehen, am Boden, als Arno ziemlich beschissen da lag und rumgegammelt ist. Und dann kam doch wieder der Aufstieg und letzten Endes sogar das Attentat auf Latouche. Und jetzt sind wir auf dem Friedhof. Das könnte dir bekannt vorkommen. What? Paris im Mittelalter, spätes 14. Jahrhundert. Du bist außerhalb der Stadtmauer. Ich schlage vor, du suchst dir einen Weg zurück. Klar. Mittelalter. Warum auch nicht? Was erwartet uns hier? Dieser Sprung war total bescheuert. Aber sieht ziemlich cool aus. Fledermäuse. Okay, hier sehen wir immer wieder so schemenhafte Menschen, wie es damals war, wie sie da gelebt haben, was sie gemacht haben und so weiter. Und da kommt eine Kugel auf uns zu. Ah! Die nächste. Und noch eine. Oh, sieht schon ziemlich geil aus. Diese Simulation bricht zusammen. Finde den Ausgang. Schnell. Oh fuck. Schnell darüber. Und da ist der Ausgang. Geil, das in Assassin's Creed im Mittelalter gab es ja schon. Also ist das hier nicht wirklich neu, aber sieht trotzdem mega gut aus. Die toten Ritter. Soldaten, oh Mann. Da hinten
ist das Tor. Da müssen wir hin. Du bist fast da. Wow, wow, wow. Hier sehen wir erst die Schlacht. Die ist, Alter. Die es vor der Burg gab. Und jetzt. Komm schon. Folge meiner Stimme. Geh zum Ausgang. Schnell. Nicht wahr, oder? Nicht wahr, oder? Wir sterben noch. Wir sterben. Entschuldigung. Wir sterben. Oh, wir sterben echt. Oh mein Gott. Wieso sterben wir da? Mein Gott. So ein Pech, Alter. Jetzt müssen wir das alles nochmal machen hier. Ich bleibe aber einfach hinten stehen. So. Und jetzt. Mit Vollspeed. Wow. Folge meiner Stimme. Geh zum Ausgang. Schnell. Alter. Und jetzt aber. Schnell. Und rein. Die Bastille. Die Serverbrücke hätten wir damit auch abgeschlossen. Und was nun auf uns wartet, sehen wir nach diesem Ladebildschirm. Aber mal schauen, was uns hier erwarten wird. Was diese Serverbrücke... Was diese Serverbrücke jetzt wieder zu bedeuten hatte. Womit wir rechnen können, was jetzt passiert, was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Genauso wenig wie ihr. Aber ja, so ist es halt. Und der Ladebildschirm dauert immer so verdammt lange. La 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 la. La la la, ah, endlich. Bringen wir das zu Ende. Du hast es fast geschafft. Jean de Mar, 8. Juni 1794. Was habe ich denn geschafft? Wir sind auf jeden Fall fast ein Jahr nach vorne gejumpt. Viel hat sich verändert seit deiner Abreise aus Paris. Viel, was korrigiert werden muss. Und wir sind ja mal keinen Schritt näher. Ganz so ist es auch nicht. Ich habe einen Namen. Und? Robespierre. Robespierre, den Herrn kennen wir ja. Aus dem Geschichtsunterricht. Aber bevor wir ihn treffen oder sehen oder töten oder was auch immer, werde ich die Mission nicht, sondern das Let's Play hier erstmal beenden, beziehungsweise den Part. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ich sag bis dann und haut rein und schaut auch die nächste Folge. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr mir mal Feedback in die Kommentare schreiben. Auch wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr es mir auch in die Kommentare schreiben. Ich würde mich darüber freuen. Auch was ich vielleicht besser machen könnte, was ihr sehen wollt, was auch immer. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.